Hallo, in diesem Video vergleiche ich endlich die Garmin Forerunner 235 mit der Garmin Vivo Active HR. Viel Spaß! Ich darf vorwegnehmen, dass ich am Ende keine richtige Kaufentscheidung aussprechen kann, da es einfach Geschmackssache ist, welche Uhr man letztendlich nimmt. Ich möchte euch hier jetzt nur einmal die Unterschiede zeigen und was bei den Uhren gleich ist. Fangen wir erstmal bei den Dingen an, die gleich sind bei beiden Uhren. Beide Uhren unterstützen sowohl GPS als auch GLONASS. Beides sind im Grunde tatsächlich Sportuhren, also man sieht das ja vielleicht schon am Design selber. Das ist keine so eine Uhr, die man jetzt unbedingt bei einem Meeting oder bei einem feierlichen Anlass tragen sollte. Das sind wirklich tatsächlich Sportuhren. Beide Uhren sind Aktivitätstracker, das heißt, ihr könnt Schritte, Kalorien, die gelaufene Distanz am Tag, eine 24-Stunden-Herzfrequenzmessung können beide Uhren, ein Tagesziel an Schritten, welches entweder automatisch oder manuell eingestellt werden kann. Beide haben Alarme, Erinnerungen und beide haben auf der Unterseite diesen optischen Herzfrequenzsensor. Da ist auch bei beiden der gleiche verbaut, nämlich der Elevate von Garmin. Beide Uhren können den Schlaf tracken. Das wird auch hier durch diese 24-Stunden-Herzfrequenzmessung natürlich unterstützt, die Genauigkeit. Beide Uhren haben Vibration und beide Uhren haben die Möglichkeit, Rekorde abzuspeichern. Kommen wir erstmal kurz zu dem Herzfrequenzsensor hier auf der Unterseite. Im Grunde, diese 24-Stunden-Herzfrequenzaufzeichnung findet auch statt, wenn man jetzt keine Aktivität macht. Bei Aktivitäten wird aber auch bei beiden Uhren die Herzfrequenz aufgezeichnet. Die Uhren sind aber beide eher für Ausdauersportarten gemacht und nicht so für das reine Gewichtheben. Da empfehle ich dann tatsächlich auch eher einen Brustgurt mit der Uhr zu koppeln. Das ist aber auch bei beiden Uhren möglich. Wichtig ist aber, dass der Brustgurt diese End-Plus-Funktion unterstützt. Beide Uhren sind bis 50 Meter wasserdicht. Lassen sich mit dem beiliegenden USB-Kabel, welches sich ein bisschen optisch unterscheidet, an einen PC anschließen oder auch laden und mit diesem synchronisieren oder auch über einen Bluetooth-Sensor, der auch bei beiden Uhren mit verbaut ist. Außerdem verfügen beide Uhren über einen Beschleunigungssensor, das heißt, man kann auch Indoor-Sportarten mit den beiden Uhren ausführen. Außerdem haben beide Uhren Smartwatch-Features, das ist sowas wie Benachrichtigung bei E-Mails, WhatsApp-Nachrichten oder Anrufen, das können beide. Außerdem unterstützen beide Uhren Connect IQ, das heißt, man kann dann in der Garmin Connect App auf so einen Shop zugreifen. Da kann man sich dann Widgets, Apps und Erweiterungen für die Uhren runterladen. Außerdem haben beide Uhren eine Kalenderfunktion, eine Wetterfunktion, haben die Möglichkeit, sein Smartphone die Musik zu steuern mit Bluetooth-Verbindung und haben auch die Möglichkeit, eine Garmin Action Cam über die Uhr zu steuern. Außerdem nutzen beide Uhren die Garmin Connect App, in welcher alle Daten zusammenlaufen. Das heißt, hier kann man dann bei beiden Uhren die Aktivitäten ganz entspannt auswerten. Diese gibt es für iOS, Android und sogar fürs Windows Phone, die App. Also die ganz breite Palette. Und das ist im Grunde tatsächlich die App, wo alle Daten zusammenlaufen, wo man dann sehen kann, wie aktiv war ich den Tag, was für Aktivitäten habe ich ausgeführt. Und man kann auch die Karten, wenn man denn zum Beispiel eine bestimmte Runde gelaufen ist, wieder in dieser App einsehen. Kommen wir jetzt ein bisschen zu den Unterschieden der beiden Uhren. Fangen wir mal bei dem Preis an. Preislich unterscheiden sich die Uhren schon ein bisschen. Die Garmin Vivo Active HR liegt preislich um die 250 Euro und die Garmin Forerunner 235 war jetzt, als ich nachgeguckt hatte, so ungefähr bei 300 Euro. Das ist natürlich ein bisschen vom Modell abhängig. Die Garmin Vivo Active gibt es außerdem zurzeit nur in Schwarz. Die Garmin Forerunner 235 gibt es auch noch in anderen Farben. Um jetzt so ein bisschen darauf einzugehen, wo der Unterschied liegt, die Garmin Forerunner 235 ist tatsächlich eher eine Laufuhr für wirklich ambitionierte Läufer und die Garmin Vivo Active ist eine Sportuhr für ganz normale sportliche Aktivitäten. Das heißt, wenn man jetzt normal noch andere Sportarten macht, außer Laufen und Radfahren, dann ist die Garmin Vivo Active tatsächlich eher die bessere Wahl. Auf der Garmin Forerunner 235 sind zwar auch Indoor-Sportarten installiert, wie Laufen, aber dann gibt es nur noch das Profil Radfahren und das Sportprofil Sonstige. Weitere Sportprofile sind hier auf der Garmin Forerunner 235 nicht vorinstalliert. Dagegen sind auf der Garmin Vivo Active HR insgesamt 14 Sportprofile installiert, darunter auch Wassersportarten wie Stand-Up-Paddling, Rudern oder auch Schwimmen kann man mit der Garmin Vivo Active HR tracken. Das geht mit der Garmin Forerunner 235 nicht. Das heißt, hier ist die Garmin Vivo Active HR ein bisschen vielfältiger als die Garmin Forerunner 235, dass man hier zum Beispiel auch die Bahnen beim Schwimmen tracken kann oder die Zugzahl beim Stand-Up-Paddling.
Das Gewicht der beiden Uhren unterscheidet sich natürlich auch ein bisschen. Die Forerunner 235 wiegt 41,3 Gramm. Die Garmin Vivo Active ist tatsächlich ein bisschen schwerer. Die wiegt nämlich in der Standardversion mit diesem L-Armband 47,2 Gramm. Dass die Forerunner 235 eine wirklich reine Laufuhr ist, das sieht man schon an den Zusatzfunktionen, welche die Garmin Vivo Active HR nicht bietet. Die Forerunner 235 hat nämlich zum Beispiel noch die Funktion, seine maximale Sauerstoffaufnahme schätzen zu lassen, hat die Möglichkeit, eine Laufprognose ausgeben zu lassen. Das heißt, da kann man dann sehen, wie schnell man rein theoretisch auf 10 Kilometern im Wettkampf laufen kann oder auf einem Halbmarathon oder auch auf einem Marathon. Das heißt, die Uhr schlägt einem dann tatsächlich Zeiten vor anhand der Trainings, die man absolviert hat. Außerdem kann man sich Trainingspläne auf die Garmin Forerunner 235 laden. Ist es möglich, Intervalltraining zu machen? Und einen sogenannten Training-Effekt, das heißt, man kann die Auswirkung der Aktivität auf die aerobe Fitness kontrollieren lassen. Bei der Akkulaufzeit unterscheiden sich die beiden Smartwatches gar nicht so voneinander. Die Garmin Forerunner 235 schafft 9 Tage im Uhrenmodus und 11 Stunden im GPS-Modus. Die Garmin Vivo Active HR schafft 8 Tage im Uhrenmodus und 13 Stunden im GPS-Modus. Neben den ganzen Sportprofilen hat die Garmin Vivo Active HR noch einen weiteren Vorteil. Es ist nämlich ein Höhenmesser mitverbaut. Das heißt, durch diesen Höhenmesser können dann auch Stockwerke getrackt werden. Da kann man sich dann auch ein Stockwerke-Ziel setzen pro Tag. Das hat die Garmin Forerunner 235 nicht. Außerdem ist ein 3-Achsen-Kompass installiert. Und dadurch kann man dann auch navigieren. Und diese Navigationsfunktion zu einem bestimmten vorab gespeicherten GPS-Punkt hat die Garmin Forerunner 235 auch nicht. Der größte Unterschied der beiden Garmin-Uhren ist aber tatsächlich das Display. Das Display der Garmin Forerunner 235 ist etwas größer, löst mit 215 x 118 Pixel auf. Das Display der Vivo Active HR ist etwas eckiger gestaltet, löst mit 205 x 148 Pixeln auf. Beide Displays sind wirklich bei Sonnenlicht super ablesbar. Das heißt, auch wenn man jetzt wirklich mitten in der Sonne läuft, kann man noch alles auf dem Display erkennen, auch wenn man die Uhr hin und her kippt. Also da nehmen sich die beiden Uhren gar nichts. Ich habe jetzt einige gefragt und der Großteil findet tatsächlich dieses runde Design der Garmin Forerunner 235 etwas schöner als dieses eckige Design der Garmin Vivo Active HR. Letztendlich ist es natürlich Geschmackssache, aber der Großteil, den ich so gefragt habe, der hat tatsächlich eher das Design der Garmin Forerunner 235 bevorzugt. Die wirkt dann auch nicht ganz durch dieses runde Design nicht ganz so klobig am Arm wie die Garmin Vivo Active HR. Die Garmin Vivo Active HR hat übrigens im Gegensatz zur Garmin Forerunner 235 ein Touchscreen. Die Garmin Forerunner 235 hat 4 Bedientasten, dafür aber kein Touchscreen. Und die Garmin Vivo Active HR hat 2 Bedientasten, hat aber dafür diese Touchscreen-Funktion. Das heißt, man hat auch noch mehr dieses Smartwatch-Feeling bei der Garmin Vivo Active HR. Während der Aktivität können auf dem Display der Garmin Forerunner 235 bis zu 4 Datenfelder gleichzeitig angezeigt werden. Das sind zum Beispiel Kalorien, Herzfrequenz, die Distanz und die Zeit. Bei der Garmin Vivo Active passen auf dieses eckige Display nur 3 Datenfelder gleichzeitig. Das sollte vielleicht auch bedacht werden, wenn man sich für eine der Uhren entscheidet. Das waren jetzt im Großen und Ganzen erstmal so die Unterschiede der Garmin Forerunner 235 zur Garmin Vivo Active HR. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen, vielleicht auch eure Kaufentscheidung ein bisschen beeinflussen. Wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht direkt, für welche Uhr ich mich entscheiden sollte. Wenn man eher der ambitionierte Läufer ist, würde ich wahrscheinlich eher zur Forerunner 235 greifen, da dort Trainingspläne auf die Uhr geladen werden können. Wenn man jetzt wirklich eine breite Palette an Sportarten abdecken möchte, nicht so viel Wert auf diese Berechnung der maximalen Sauerstoffaufnahme legt, dann sollte man vielleicht doch eher zur Garmin Vivo Active HR greifen. Letztendlich ist aber eine Geschmackssache, ob man lieber das runde oder das eckige Design mag. Mir würde die Entscheidung ziemlich schwer fallen. Ich würde aber sagen, Garmin Vivo Active für ambitionierte Hobbysportler, die wirklich eine breite Palette an Sportarten abdecken wollen, und die Garmin Forerunner 235 ist tatsächlich eher was für sehr ambitionierte Läufer. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr es noch nicht habt, könnt ihr natürlich auch gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Vergleich der Garmin Forerunner 235 zur Garmin Vivo Active habt, dann schreibt diese doch einfach als Kommentar unter das Video. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Video.